Auf der L200 zwischen Eck und Müselbach gibt es derzeit eine Baustelle. Eine der beiden Fahrspuren Richtung Müselbach, die wurde bereits aufgerissen. Was da genau passiert, haben wir für euch nachgefragt. Wie Roland Ladner, Baumanager des Landes Vorarlberg, erklärt, müssen die drei Hangbrücken an der L200 aufgrund des Alters und Zustandes instand gesetzt werden. Die Instandsetzung erfolgt in drei Phasen. Bei der Tuppenbrücke 1 wurden die Arbeiten im Juli aufgenommen. In allen Bauphasen kann der Verkehr auf zwei Fahrstreifen aufrechterhalten werden. Nur für den Einbau des Deckbelages und für die Brückenerhebung zum Lagertausch sind einzelne Nachtsperren erforderlich. In den Wintermonaten von Dezember bis Februar sind jeweils keine Baumaßnahmen geplant. Sämtliche Arbeiten sollen bis Ende August 2025 abgeschlossen sein. Insgesamt wird eine Brückenfläche von rund 7.700 Quadratmetern für rund 13,1 Millionen Euro instand gesetzt.